Ja, wir haben jemand, also hier erstmal 21. MKW Cup Finale und wir haben jetzt jemanden drinne, der reingejoint ist, der nicht dabei sein dürfte. Das hat man, glaube ich, schon mal. Egal. Zählt zumindest nicht in die Wertung rein, wenn er gewinnen sollte. Und du bist hängen geblieben. Ja, mit dem Golf. Ui, mit einem guten Goldpilz. Hast du schon was gehört von neuen Items bei Mario Kart Wii U? Also bei Mario Kart 8 heißt es ja. Nur gefälscht, also nicht von Nintendo. Okay. Gut, dann würde ich sagen, Geisterteil, da lassen sich immer gut die Quizfragen vorlesen, weil nach jedem 30 Meter eine Kurve kommt. Ich versuch's trotzdem mal, und zwar, auf welcher Strecke bei Mario Kart Wii braucht man am Start keine Kurve zu fahren, um ein Item zu bekommen? Nein. Schwierige Frage eigentlich, aber so schwierig ist sie, glaube ich, auch nicht. Und ich stelle sie Ja. dir auch nochmal, falls du möchtest. Nee, ich gehe gerade die Strecken im Kopf durch. Also keine Kurve fahren, um ein Item zu Zu bekommen. bekommen, genau. Und was ist, wenn das Item in der Kurve liegt? Das ist schlecht. Ja, okay. Ja. Okay. Ja, ich frage dich nochmal, auf welcher Strecke beim Mario Kart Wii braucht man am Start keine Kurve zu fahren, um ein Item zu bekommen? Hier zum Beispiel musst du eine Kurve fahren. Ja, ich habe überlegt und mir kam direkt, nicht direkt, Kokospromenade. Ja, genau, richtig. Kokospromenade. Ich hatte noch SNES Marios Piste 3. Echt? Die Items liegen ja direkt vom nach dem Ziel, kann das sein? Ja, doch, nach der Startlinie. Oder Ziellinie. Ist ja dasselbe. Wenn du Oho. losfährst, hast du ja gleich die Items vor dir. Vor der Kurve noch. Und bei Luigi's Piste hast du auch die Items vor der Kurve. Ja, da habe ich die unterschiedliche. Ja gut, ist ja egal, zumindest Kokospromenade ist richtig, bevor du die Treppen hochfährst. Ja, genau, die Rolltreppen. Und ich weiß nicht, ob du weißt, oh, du bist Erster, Blue Shell. Och Mann, warum war ich? War von mir, sorry. Die Fragen werden bei mir schwieriger von Frage zu Frage. Das heißt, das war jetzt Frage 5 und jetzt geht's ein bisschen. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Und zwar welchen? Oh, danke für die Wolke. Ja, tja. Direkt Nein! zurückbekommen. Echt? Mann! Okay, Stern. Welchen Fahrer sieht man im Mario Kart Wii im Intro als erstes? Ändern sich? Du hast ja den Achso, Startbildschirm und danach, wenn du nichts drückst, kommt ein Intro. Im mh. Standard-Intro, was ganz am Anfang da ist. Ich glaube, ich frage mich zu mir nicht stellen, wenn es einfach Mario wäre. Deswegen glaube ich erst bei Luigi. Ja, Luigi. Das ist die Frage. Mario oder Luigi? Warte, warte. Doch, ich glaube Luigi. Okay, Luigi ist erstmal falsch. Also es ist Mario. Aber Luigi kommt direkt danach. Ja, ich hab. Der Mario macht doch so ein grimmigen Blick, weil ihn jemand anderen rennt, sondern wird so die Kamera auf Luigi Ja, geschnitten. genau, die haben so ein letztes Lenkrad in der Hand. Ja, genau. Aber kein Problem, du hast noch einen Joker. Und es kommt ein Blue Shell, das ist gut. Wenn ich jetzt eine Red Shell abschieße, dann. Ach, scheiße. Lagen zu viele Bananen auf der Brücke. Welcher Platz bist du? Fünfter. Okay. Nee. Boah, jetzt kommt eine Smash Bros. Frage. Und zwar, nenne mir einen Kämpfer aus Smash Bros. Brawl, der mit dem Buchstaben S beginnt. Sonic. Ja, richtig. Hast du noch einen zweiten? Es gibt nämlich zwei. Also Sonic ist schon mal richtig. Guck mal überlegen. Sonic, Samus. Samus, richtig. Sehr gut. Frage 7, würde ich sagen, starten wir mal
direkt. Nenne mir einen Charakter aus allen erschienenen Super Mario Teilen, der 4 Buchstaben hat. Also Mario hat ja 5. Genau. Aus allen Super Mario Teilen. Aus irgendeinem Super Mario Teil. Irgendein Charakter oder. Trotz. Sehr. Ja, nächste Frage. Wie viele Item-Sektoren findet man auf. Wie viele Item-Sektoren findet man auf Blätterwald? So war die Frage. Auf Blätterwald? Genau. Also ein Sektor, ein Item-Sektor besteht immer mindestens aus 2 Items. Aus 2, okay, dann. Richtig. Okay, 1, 2, 3. Jetzt muss ich kurz überlegen, am Schluss bei den Baumstämmen. Ich glaube, das ist nur ein Item. Ja, das ist nur ein Item. 5 habe ich ja. Abkürzung, nein. Deine Antwort? Ich überlege noch ganz kurz. Okay. Ja, doch, 5. Richtig, 5 ist korrekt. Du bist ja eben schon mal durchgegangen, von daher brauche ich das nicht nochmal zu machen. Du bist Platz 3 gerade? Ja. Okay, dann frage ich dich die nächste Frage. Oh, sehr schön, dass du mir deine Wolke schenken möchtest. Und zwar, wie viele Exklusiv-Stages bzw. Kampfarenen gibt es bei Super Smash Bros. Brawl? Das sind viele. Das sind einige, genau. Es geht übrigens immer noch um 1 Million. Also das ist der Preis, den du gewinnen kannst. Meinst du alle freigeschaltet, also nicht freigeschaltet? Also alle, die, die sind ja immer abgebildet. Ja. In der Auswahl, so ein bisschen versetzt immer. Ich glaube 4, 5 oder so. Ja, genau. Und alle, die du siehst, die du auswählen kannst, auch wenn du normal, wenn du alle freigeschaltet hast, genau. Ach so, okay, dann. Ich spam mal noch ein paar Ratchets jetzt nach hinten. Boah, fast getroffen. Jetzt muss ich überlegen, wie viel rein ist das. Also es gibt eine Menge, das ist schon richtig krass. Ich war auch erschrocken, als ich gesehen habe, wie viel es da wirklich gibt. Wie viele Exklusiv-Stages bzw. Kampfarenen gibt es bei Super Smash Bros. Brawl? Weil ich einfach nicht zählen kann, weil es zu viel sind, soll ich jetzt also ich gerade einfach 39. Also insgesamt sind es 31. Mann! Aber mit 39 so schlecht war es gar nicht. Okay, kein Joker mehr. Es kommen noch 2 Fragen. Und zwar, die Frage muss ich dir jetzt erst erklären ein bisschen, die ist ein bisschen schwieriger. Ja. Ich frage erstmal die Frage, und zwar, welche Zahl bekommt man am Ende raus, wenn man die ersten 4 Buchstaben aus dem Wort Nintendo nimmt? Und zwar ist jeder Buchstabe, also A ist 1, B ist 2, C ist 3, verstehst du? I zum Beispiel hat E und I. Und das E ist im Alphabet an Stelle 5. Also wäre das dann 5 plus 9 ergibt 14. Die ersten 4. Die ersten 4 Buchstaben. Das erste ist ein N. Kann ich dir sagen, ist die Zahl 14. Also der 14. Buchstabe im Alphabet. Und mehr sage ich nicht. Und ich gebe dir Zeit, bis das Rennen zu Ende ist. Also du hast jetzt, kannst jetzt rechnen. 2 Runden. Ich bin auch leiser. Die ersten 3 Ziffern habe ich raus. Okay. Super, okay. Und das Ganze addieren.
also zusammenzählen. Okay, Muss man nochmal ein Pferd sein, oder? Genau. So viel hatte ich dir ja schon mal gesagt. Oh geil, ich bin noch Zweiter. Okay, machen wir. 67. Okay. Korrekte Lösung. Ja! Ist. Naja, ich hab's noch nicht. Achso, oh Mann. Das ist noch im Satz. Also 7 ist schon mal gut. Na, super. Wieso super? Ich hab noch gar nichts gesagt. Ja. Ja, es sind 57. Du hast, glaube ich. Achso, ja. Du hast 14 plus 14 müsste 28 sein. Dann hast du eine 9 für. Ja. Das I, glaube ich. Ja. Sind wir bei 37 und das Nintendo. Das T war, glaube ich, 19. Oder okay. 18. Echt? Ja, super. 20 war T. Ja, genau. Warte mal, jetzt muss ich selber überlegen. Das heißt, du hast 14 plus 14 macht 28. Minus 9. Also plus 9 meinte ich, macht 8 und 37 plus 20 macht 57, genau. Passt. Ja, oh, warum hab ich. Oh Mann. 10 zu viel, schade. Unfair. Du kannst ja nochmal irgendwann mit dabei sein im Quiz, wenn. Ach, mit einer Wirtschaftskampagne. Ja, ja, klar, du kannst. Ach so, gut. Wenn du möchtest, kannst du jede Woche dabei sein. Wenn du Glück hast. Ich kann dir die letzte Frage nochmal stellen. Und zwar, welche Figur fliegt als Ballon bzw. als Zeppelin über Luigis Piste? Welche Figur? Genau, welcher Charakter oder welche Figur? Ist ja ein Gegner, ja. Gumba. Nee, Cheep Cheep, also der Fisch. Ach genau, oh Mann. Das wäre die Frage 12 gewesen, aber ich finde, du hast dich ganz tapfer geschlagen und. Ja, danke. So schlecht war es gar nicht. Smash Bros. Genau. Kennst du dich absolut gut aus, bis auf die Stages, aber die Frage war auch ziemlich gemein. Aber sonst, was für Titel rauskommen, das mit der Katze hast du gut gemacht und die Remote-Fernbedienung hast du auch geraten noch so hinbekommen. Die Frage war auch nicht schlecht und ja, ich glaube, Arma hat gewonnen. Soweit ich es gesehen habe, ja. Ich glaube, zum ersten Mal. Kennst du Arma persönlich? Also aus dem Chat irgendwo nicht? Okay. Ja, gut, dann würde ich sagen, beenden wir das erstmal. Ich bedanke mich bei dir, beim Irnsirns DX-Spieler DX, genau. Und ja, wie gesagt, wenn du Lust hast, kannst du ja mal wieder vorbeischauen. Im Quiz vielleicht auch direkt als Teilnehmer. Wie du Lust hast. Hast du noch irgendwas zu sagen? Du musst nicht, wenn du nichts hast, dann. Wir haben warte, darf ich noch ein Instagram so einen Kumpel von mir raushauen? Du kannst grüßen, du kannst alle Leute grüßen. Nee, ich schau einen Insider raus. Okay. Ich bin dem jetzt über dich gedankt und das rückwärts. Ah, sehr gut. So, das war's. Okay, gut, dann beenden wir hiermit das Finale in 21. MKW Cup und ja, macht's gut, bis später und ciao. Tschüss.